Level 32 und damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Ja, ein bisschen mehr als eine Woche ist es jetzt her, da habe ich Level 31 erreicht und als ich gesehen habe, jawohl, nur 500.000 Erfahrungspunkte fürs nächste Level, also von 30 auf 31 waren es 500k und jetzt von 31 auf Level 32 wieder 500.000, da dachte ich mir, das kann man ja mal machen. Das sind so am Tag 50.000, 60.000 Erfahrungspunkte, dann hat man das relativ flott. Jetzt kann ich heute meinen Dragoran auf 3.175 Wettkampfpunkte hochleveln. Mein Gyarados wird so etwa 2.400, hast du nicht gesehen, erreichen. Und natürlich Aquana, dies, das, Rizeros eventuell, Satzenia 2.300 oder so. Da steht so einiges vor der Tür, ich freue mich schon. Es wird allerdings relativ teuer, was den Sternenstaub betrifft, denn 6000 Sternenstaub für ein einziges Level ab jetzt, das ist schon eine Menge. Also 12.000 Sternenstaub pro Pokémon, huiuiuiui, würde ich da nur sagen. Ich habe gestern extra nochmal 9 Fünfer-Eier geöffnet, denn da bekommt man, wenn man Glück hat, immer so 1600 Sternenstaub pro Ei, das ist schon eine Menge. Dachte ich mir, um sicher zu gehen, dass ich alle Pokémon hochleveln kann, mache ich das mal. Ich habe das aufgenommen, keine Ahnung, das wird vielleicht mal noch ein Ei-Öffnen-Video oder so. Wo habe ich das Level-Up gemacht? Im Stadtpark. Jetzt, wenn das Wetter wieder ein bisschen schöner wird, die Temperaturen nach oben klettern, dann klettert auch die Wahrscheinlichkeit eines Lokmoduls im Stadtpark nach oben. Das ist ganz gut. Das heißt, da war wieder einiges los, so 4 Lokmodule und einige Spieler, die Pokémon gefangen haben. Carpador, Carpador, Carpador ein paar Mal und ansonsten das übliche Gedöns. Das heftigste war ein Lamus nebenbei irgendwann im Lokmodul und genau. Aber ansonsten wollte ich da einfach mein Level-Up machen und das Ganze natürlich aufnehmen. Für das nächste Level-Up, also von 32 zu Level 33, muss ich jetzt 750.000 Erfahrungspunkte sammeln. Also nochmal 50% mehr als jetzt. Und ja, ich meine 750.000, das geht gerade noch so, aber später wird es dann schon heftig. 1 Million, 1,25 Millionen und so. Na, das ist dann nicht mehr so schön. Aber Level 33 wird definitiv noch drin sein, würde ich mal sagen. Da werde ich noch in den nächsten Tagen. Jetzt starte ich natürlich mal wieder wie immer mit einem Glücksei und einigen Entwicklungen. Ich hasse es nämlich, wenn meine Erfahrungspunkteleiste so komplett leer ist. Das ist nicht schön. Da schaue ich jedes Mal drauf und denke mir, oh Mann, warum? Warum? Ich will schon weiter leveln. Deshalb, ich habe so, ja, ich habe mir 110 bis 120 Entwicklungen aufgespart. Aber ansonsten würde ich mal sagen, was das jetzt mit dem Gameplay? Und ich switche live rüber und kann endlich meine Pokémon aufwerten. Also, hier, das bin ich. Noch immer mit Relaxo, der muss noch einige Kilometer zurücklegen. 110 hat er aktuell am Buckel, aber ich habe erst 7 Bonbons wieder. Ich hatte vorhin 20 oder so, also vor ein paar Tagen, die habe ich dann alle ausgegeben. Der muss definitiv noch ein wenig mit mir durch die Stadt laufen. 750.000 Erfahrungspunkte und 3 Millionen in Summe. Das ist nicht viel, das sind 15% von 20 Millionen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja. 20 Millionen benötigt man eben für Level 40, das aktuelle Maximallevel. Aber ich sag mal, Level 38 reicht ja eigentlich. Na gut, hochleveln. Ich sortiere nach den Wettkampfpunkten und dann sieht es folgendermaßen aus. Ein 100% Dragoran, ein relativ gutes Aquana, 100% Gyarados und der Rest so am Start. Die werde ich jetzt alle der Reihe nach hochleveln und natürlich Dragoran zuletzt, aber ansonsten gehe ich hier durch und sehe mir an, 19 pro Level-Up, wer das nicht weiß, ab Level 30 wird das leider weniger, was man hier erreichen kann pro Power-Up. Das ist sehr schade, denn ansonsten ja, könnte ich meine Pokémon schon weitaus stärker machen 8 Bonbons mittlerweile und 7000 Sternenstaub. Das heißt 14k pro Pokémon beim nächsten Level. Das ist heftig. Carpador habe ich einige fangen können. Mein Gyarados bekommt haargenau plus 20 dazu und ist damit bei 2400. Okay, 39, schade. Nicht 2440, wäre eine glatte Zahl gewesen. Aber egal, 100% Gyarados. Oh, mein Sternenstaub. Der wird immer weniger. Dann von mir aus, ein Power-Up stecke ich hier rein.
43 bekommt der noch, denn der ist unter Level 30. Da müssen noch ein paar Power-Ups. Genau, das ist mein Hydropumpen-Garados. Leider nicht 100%, das hat irgendwie 96. Aber trotzdem sehr gut. Bekommt ebenfalls 19 und jetzt 18 oder nochmal 19. Nochmal 19 sogar. 2415 und weiter geht's aktuell nicht. Für dieses Relaxo habe ich ja leider nichts mehr zur Verfügung. Feuerteufel, Flamara, sehr gut, um diverse Pokémon in der Arena anzugreifen. Was das Verteidigen betrifft, kann Flamara leider nicht allzu viel. Bekommt auch 19 hier dazu. Glutschweif werde ich jetzt erstmal nicht hochleveln, mal schauen, wie viel Sternenstaub ich dann noch so habe. Frisst dich, Sazenia. Oh mein Gott, mit Sazenia kann ich jedes Aquana innerhalb von Sekunden zerfleischen. Ist ein richtig gutes Pokémon, vor allem mit Rasierblattpflanze und Solarstrahlpflanze. Schönes Moveset, sehr genial. Und genau, 2253, sauber. Papierkorb, den habe ich direkt so gefangen mit Windrose. Ich glaube, den verschicke ich oder keine Ahnung. Rizeros, den kann ich einmal hochleveln und dann muss ich noch ein Rehorn fangen, aber der hat jetzt die 2000 geknackt, auch sehr schön. Mit Boden und Gestein kann der nämlich gegen das ein oder andere Pokémon durchaus ankommen. Dieses Aquane werde ich nicht hochleveln, aber Knuddeluff, sehr, sehr, sehr schön. Mit Hyperstrahl ein sehr gutes Normal-Pokémon und kann man definitiv gebrauchen. 1927 und noch ein Power-Up, 1943. Sehr schön, Knuddeluff freut sich, beziehungsweise Hyperluff. Und ansonsten war's das. Kokowai, da habe ich kein gutes, welches ich hochleveln möchte. Akani genauso wenig, aber das wären noch zwei. Kokowai, Akani und Lamus, das wären noch drei Pokémon, die man im Prinzip hochleveln sollte. Genau, Relaxolo muss ich auch mal wieder umbenennen. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. 2465 hat dieses Aquana jetzt. Ebenfalls ein genialer Wert. Und nun, schnallen Sie sich an, lehnen Sie sich zurück. Da werde ich bei jedem Power-Up 25 dazu bekommen. Nummer 1, 3150. Mit dem kann ich echt angreifen, ohne zuzusehen. Also der killt ohne Ausweichtaktik oder so, so viele Pokémon der Reihe nach, wenn ich irgendwo, ich weiß nicht, im Vorbeigehen kann der Arenen bezwingen, der ist so krass im Angreifen. 3175. Ich habe in meiner Umgebung bisher noch kein stärkeres Pokémon gesehen, muss ich sagen. Und deshalb sauber. Oh Mann, der ist genial. Für jeden, der es noch nicht gesehen hat oder mir nicht glaubt, kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP, beste. Angriff, klasse. Verteidigung, klasse. Die besten, die ihr je gesehen habt, ist gleich 100%. Und er ist sogar wirklich groß, als ob das von Bedeutung wäre. Ja, das sind jetzt meine Eier. Habe relativ viele Zweier-Eier bekommen. Die mache ich alle mit dem normalen Inkubator auf. Ich habe noch nie einen Unendlichen für Zweier-Eier verwendet. Das ist Verschwendung in meinen Augen. Ja, mein Team wächst und gedeiht. Das gefällt mir sehr gut, vor allem, weil auch Abwechslung drin ist. Jetzt nicht 20 Mal Aquana, 20 Mal Relaxo und so, sondern hier ein bisschen was, da ein bisschen was und so. Dann habe ich hier unten noch Schätze, wie zum Beispiel einen Dragokiller mit zwei schönen Eisattacken. Einen 1668er Electek habe ich erst gestern gefangen, wenn mich nicht alles täuscht. 13.10., nein, vor zwei Tagen. Und Lapras, das ist eine Sache. Moment, ich sortiere mal nach Nummer und scrolle dann ganz runter. Irgendwo. Wo sind sie? Lapras, hier. Da muss ich bald eines hochleveln, denn ich habe 60 Lapras-Bonbons, dreimal aus einem Ei bekommen oder so und ansonsten ein paar Mal gefangen oder zweimal aus einem Ei. Deshalb, vielleicht wird es dieses hier mit Blizzard. Mal schauen, will ich ein angreifendes oder ein verteidigendes? Das ist die Frage. Jo. Genau, da werde ich demnächst irgendjemanden hochleveln. Und ansonsten, heute habe ich einen Dratini gefangen. Die sind leider seit der Abschaltung der Maps ein bisschen selten geworden. Dieses hier war das, glaube ich. Aber 50 Dratini-Bonbons, das reicht noch für ein paar Level-Ups meines Dragoran. Obwohl jetzt 8 mittlerweile. Aber doch, damit komme ich klar. Definitiv. Und vielleicht reicht sogar irgendwann, um ein weiteres Dragoran zu entwickeln. Hier dieses Dratini bietet sich an, 91% und schon gute Wettkampfpunkte von Haus aus. Keine Folge ohne Pokémon.
Denn wenn man zweistündliche Pokémon in seiner Wohnung hat, dann ist das schon ziemlich genial. Es kann zwar nicht mit einem... Ich muss sagen, wenn ich eine Arena zu Hause hätte, wenn ich es mir aussuchen könnte, eine Arena, einen Pokéstop oder ein stündliches Pokémon, ich würde, glaube ich, die Arena nehmen. Das wäre ein Traum. Eine Arena von zu Hause aus zu erreichen, was gibt's Schöneres? Die kann man immer auf Level 10 trainieren und wenn sie mal weg ist, kommt man nach Hause und kann sie sofort wieder. Also das wäre echt schön, muss ich sagen. Na gut, aber für dieses Video soll's das jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.